Officials say some 10,000 visitors were evacuated from Yellowstone, even more from surrounding communities. A limited number of visitors are now allowed back into Yellowstone National Park. And I can use it to understand how fast the gas is rising from the magma deep down and coming to the surface. Unter der ruhigen Kulisse des Yellowstone-Nationalparks in den USA liegt eine riesige Magmakammer. Sie ist verantwortlich für die Geysire und heißen Quellen, die das Gebiet prägen. Aber für die Wissenschaftler der NASA ist sie auch eine der größten natürlichen Bedrohungen für die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen. Ein möglicher Supervulkan. Nach Angaben der NASA sind Supervulkane als natürliche Gefahren für die menschliche Zivilisation wesentlich gefährlicher als Asteroiden. Ein NASA-Wissenschaftler enthüllte kürzlich etwas Alarmierendes über den Yellowstone-Supervulkan und die Absichten der NASA in Bezug auf ihn. Was genau ist diese verblüffende Enthüllung und wie wirkt sie sich auf alle Menschen auf der Welt aus? Insbesondere auf die Menschen in den USA. In unserem heutigen Video gehen wir ausführlich auf diese beunruhigende Enthüllung ein. Supervulkane sind so etwas wie die Superschurken der geologischen Welt, denn die Geschichten über ihre drohende Gefahr werden immer übertriebener. Massive Eruptionen stellen in der Tat eine ernsthafte Bedrohung dar, aber es gibt viele falsche Vorstellungen über sie. Der United States Geological Survey stuft einen Vulkan als Supervulkan ein, wenn er mindestens eine Explosion verursacht hat, bei der mehr als 240 Kubikmeilen an Material ausgestoßen wurden. Etwas mehr als das doppelte Volumen des Eriesees. Damit hat er eine Stärke von 8, die höchste Stufe auf dem Volcanic Explosivity Index, VEI, der zur Bewertung der Explosivität eines Ausbruchs verwendet wird. Das sind gewaltige Eruptionen mit weitreichenden Folgen, die von Lawinen aus heißem Gestein und Gasen, die die Flanken des Vulkans herunterrasen, bis hin zu weltweiten klimatischen Auswirkungen reichen. Außerdem gibt es bei Supervulkanen einen entscheidenden Vorbehalt, den die meisten Menschen übersehen. Nur weil ein Vulkan in der Vergangenheit ein- oder zweimal einen Superausbruch hatte, heißt das nicht, dass seine zukünftigen Ausbrüche genauso groß sein werden. Außerdem erreichen nur sehr wenige Vulkane einen solchen Superstatus. Nach Angaben der USGS erreichte keiner der 5000 Ausbrüche mit einem zugewiesenen VEI, die in den letzten 10.000 Jahren stattfanden, den VEI 8. Während weltweit an jedem beliebigen Tag Dutzende von Vulkanen ausbrechen können, haben Wissenschaftler in den letzten 36 Millionen Jahren nur 42 Ausbrüche mit einem VEI 8 oder hohem 7 dokumentiert. Der Yellowstone hingegen ist vielleicht der berühmteste Vulkan der Welt, der Ausbrüche mit VEI 8 verursacht hat. Dieses geologische Ungetüm hat in seiner Geschichte mindestens drei gewaltige Eruptionen erlebt. Zwei davon waren VEI 8 Superausbrüche vor 2,1 Millionen und 640.000 Jahren und einer war VEI 7, bei dem rund 67 Kubikkilometer an Material herauskamen. Das Magma, das in der flachen Reserve des Yellowstone schlummert, ist nur zu 5-15% geschmolzen. In diesem klebrig heißen Stadium benötigt eine Eruption normalerweise mindestens 50%. Ein Lavastrom, ein Schwall von langsam fließendem geschmolzenen Gestein, ist wahrscheinlicher als eine Explosion. Obwohl Lavaströme Städte in ihrem Weg oder Schaulustige gefährden können, die versuchen, nahe genug heranzukommen, um einen Marshmallow zu rösten, sind diese Gefahren viel leichter vorherzusagen und zu vermeiden. Eine aktuelle NASA-Studie enthüllt jedoch etwas Unerwartetes über den Yellowstone. Nach der Veröffentlichung eines Artikels über Supervulkane im letzten Monat hat eine Gruppe von NASA-Forschern einen bisher unveröffentlichten Bericht über die Gefahr veröffentlicht und darüber, was dagegen getan werden könnte. Ich war Mitglied des NASA Advisory Council on Planetary Defense, der untersucht hat, wie die NASA unseren Planeten vor Asteroiden und Kometen schützen kann, erklärt Brian Wilcox vom Jet Propulsion Laboratory, JPL, der NASA am California Institute of Technology. Während dieser Studie kam ich zu dem Schluss, dass die Bedrohung durch Supervulkane wesentlich größer ist als die Bedrohung durch Asteroiden oder Kometen. Es gibt etwa 20 bekannte Supervulkane auf der Erde, wobei große Ausbrüche im Durchschnitt alle 100.000 Jahre vorkommen. Eine Hungersnot ist eine der größten Bedrohungen, die ein Ausbruch mit sich bringt, denn ein langanhaltender vulkanischer Winter könnte die Zivilisation daran hindern, genügend Nahrungsmittel zu produzieren, um die derzeitige Bevölkerung zu ernähren. Im Jahr 2012 schätzten die Vereinten Nationen, dass die weltweiten Nahrungsmittelvorräte für 74 Tage reichen würden. Als NASA-Wissenschaftler das Problem untersuchten, fanden sie heraus, dass die logischste Lösung darin besteht, einen Supervulkan einfach zu kühlen. Ein Yellowstone-Vulkan ist im Grunde ein riesiger Wärmeerzeuger, der genug Energie produziert, um 6 Industriekraftwerke zu betreiben.
Yellowstone gibt derzeit 60-70% der von unten aufsteigenden Hitze durch Wasser, das durch Spalten in die Magmakammer sickert, an die Atmosphäre ab. Der Rest setzt sich im Magma ab und ermöglicht es, weitere flüchtige Gase und Mineralien zu lösen. Wenn die Temperatur auf ein bestimmtes Niveau ansteigt, ist ein explosiver Ausbruch unvermeidlich. Der Supervulkan hingegen würde nie explodieren, wenn ihm mehr Wärme entzogen werden könnte. Nach Angaben der NASA könnte der Wärmetransport aus der Magmakammer des Yellowstone um 35% erhöht werden, sodass der Park keine Gefahr mehr darstellen würde. Die Frage ist nur noch, wie? Eine Lösung wäre, dem Supervulkan einfach mehr Wasser zuzuführen. Allerdings wäre es fast unmöglich, die Gesetzgeber davon zu überzeugen, ein solches Vorhaben zu unterstützen. Der Bau eines großen Aquädukts in einer bergigen Region wäre sowohl kostspielig als auch schwierig. Und die Menschen wollen nicht, dass ihr Wasser auf diese Weise verbraucht wird, sagt Wilcox. Überall auf der Welt brauchen die Menschen dringend Wasser. Ein großes Infrastrukturprojekt, bei dem das Wasser nur zur Kühlung eines Supervulkans verwendet wird, wäre daher sehr umstritten. Stattdessen hat sich die NASA eine völlig neue Strategie ausgedacht. Sie glauben, dass es am praktikabelsten wäre, bis zu 10 Kilometer in den Supervulkan hineinzugraben und Wasser unter hohem Druck nach unten zu pumpen. Das zirkulierende Wasser würde mit einer Temperatur von etwa 350 Grad Celsius zurückkehren und dem Vulkan Tag für Tag Wärme entziehen. Ein solches Projekt würde zwar etwa 3,46 Milliarden Dollar kosten, aber es gibt einen interessanten Haken, der die Gesetzgeber dazu bewegen könnte, sich zu engagieren. Wilcox schätzt, dass der Yellowstone derzeit etwa 6 GW an Wärme abgibt. Wenn man auf diese Weise bohrt, könnte man damit ein geothermisches Kraftwerk bauen, das Strom zu extrem günstigen Preisen von etwa 0,1 Dollar pro Kilowattstunde erzeugt. Man müsste den Geothermieunternehmen Anreize geben, etwas tiefer zu bohren und heißeres Wasser zu verwenden, als sie es normalerweise tun würden. Aber man würde seine Anfangsinvestition zurückzahlen und Strom erhalten, der die Umgebung über einen Zeitraum von möglicherweise Zehntausende von Jahren mit Strom versorgen kann. Und der langfristige Vorteil ist, dass man einen zukünftigen Supervulkanausbruch verhindert, der die Menschheit zerstören würde. Allerdings birgt das Bohren nach einem Supervulkan auch Gefahren. Nämlich den Ausbruch zu verursachen, den man verhindern will. Das Wichtigste dabei ist, keinen Schaden anzurichten, sagt Wilcox. Wenn man in den oberen Teilen der Magmakammer bohrt und versucht, sie von dort aus zu kühlen, wäre das sehr riskant. Dadurch könnte die Kappe über der Magmakammer brüchig werden und zerbrechen. Und man könnte die Freisetzung von schädlichen, flüchtigen Gasen im Magma am oberen Ende der Kammer auslösen, die sonst nicht freigesetzt würden. Diejenigen, die ein solches Projekt in Angriff nehmen, werden es nie zu Ende führen und haben keine Ahnung, ob es zu ihren Lebzeiten erfolgreich sein wird. Die Abkühlung des Yellowstone auf diese Weise würde Zehntausende von Jahren dauern und mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Jahr erfolgen. Obwohl die Magmakammer des Yellowstone nicht gefroren sein müsste, um keine Gefahr mehr darzustellen, gibt es keine Garantie, dass das Vorhaben über Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren erfolgreich sein wird. Doch wenn eine Katastrophe vermieden werden soll, ist solch langfristiges Denken und Planen vielleicht die einzige Option. Bei einem solchen Projekt würde man mit dem Prozess beginnen und der Hauptnutzen, den man im Alltag sehen würde, wäre diese neue Stromversorgung, fügt Wilcox hinzu. Eine solche Strategie könnte auf jeden aktiven Supervulkan auf der Erde angewandt werden und die NASA-Wissenschaftler hoffen, dass ihre Entwürfe eine praktischere wissenschaftliche Diskussion und Debatte über den Umgang mit der Bedrohung auslösen werden. Trotz dieser Zweifel ist der Vorschlag eine Überlegung wert, vor allem wenn man bedenkt, dass der Yellowstone nur einer von etwa 20 Supervulkanen auf der Erde ist. Die NASA hofft, dass ihr Vorschlag realistischere Diskussionen und Debatten darüber auslöst, was mit diesen massiven Strukturen zu tun ist, bevor es zu einem Ausbruch kommt, der die Erde in einen vulkanischen Winter stürzen könnte. In den letzten Jahren haben Geologen begonnen, den Begriff Supereruption zu verwenden, um explosive Vulkanausbrüche zu bezeichnen, die das 10.000-fache der Menge an Magma und Asche ausstoßen, die der Mount St. Helens, einer der explosivsten Eruptionen der letzten Jahre, ausgestoßen hat. Obwohl ein solch gewaltiger Ausbruch nur schwer vorstellbar ist, hat die Erdoberfläche deutliche Spuren mehrerer gewaltiger Supereruptionen hinterlassen. Viele Kontinente wurden von dicken Ascheschichten bedeckt. Massive ausgehöhlte Calderas, Krater
mit einem Durchmesser von bis zu 100 Kilometern, die entstehen, wenn ein Vulkan zusammenbricht, nachdem er seine gesamte Magmakammer auf einmal entleert hat, erinnern an frühere Superausbrüche in Indonesien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und Chile. Die Ausbrüche dieser prähistorischen Supervulkane haben große Gebiete verwüstet. Der Mount Toba in Sumatra brach vor 74.000 Jahren aus, setzte 2.800 Kubikkilometer Lava frei und hinterließ eine dicke Ascheschicht in der gesamten Region. Im Vergleich dazu betrug die Menge an Magma, die 1883 vom Berg Krakatau in Indonesien, einen der größten dokumentierten Ausbrüche ausgestoßen wurde, etwa 12 Kubikkilometer. Vulkanologen versuchen immer noch, Antworten auf viele unbeantwortete Fragen über Supervulkane zu finden. Darunter sind zum Beispiel Fragen wie: Was sind zum Beispiel die Ursachen für ihre Ausbrüche und warum warten sie, bis ihre Magmakammern ein so großes Volumen erreichen, bevor sie ausbrechen? Wie ist die Zusammensetzung im Vergleich zu früheren bekannten Ausbrüchen? Was können wir tun, um vorherzusagen, wann der nächste Supervulkan ausbrechen wird? Aber eines ist sicher, Supereruptionen kommen zwar vor, aber sie sind unglaublich selten und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Lebzeiten eines Zuschauers dieses Videos zu einem Ausbruch kommt, ist äußerst gering. Der letzte Superausbruch ereignete sich vor etwa 26.000 Jahren in Neuseeland. Der zweitjüngste Vorfall war der verheerende Ausbruch des Mount Toba vor etwa 74.000 Jahren. Geologen haben die Spuren von etwa 50 Supereruptionen entdeckt, aber die Teams untersuchen noch eine Reihe anderer Hypothesen. Das scheint eine große Zahl zu sein. Eine Gruppe von Wissenschaftlern fand jedoch heraus, dass nur 1,4 Superausbrüche alle 1 Million Jahre stattfinden, als sie die voraussichtliche Häufigkeit von Ausbrüchen durch die Nummerierung aller bekannten Supervulkane berechneten. Das heißt nicht, dass ein Supervulkan regelmäßig alle 1 Million Jahre ausbricht. Es kann sein, dass ein Supervulkan erst in Millionen von Jahren ausbricht oder dass mehrere Supervulkane in einem kurzen Zeitraum ausbrechen. Die geologischen Aufzeichnungen zeigen, dass sich Supervulkane in Gruppen bilden, aber die Gruppen sind nicht regelmäßig genug, um zukünftige Ausbrüche vorherzusagen. Werden wir noch zu unseren Lebzeiten einen Superausbruch erleben? Und was haltet ihr von der NASA und ihrer Studie? Sagt es uns in den Kommentaren.